Herzlich willkommen zu Brisant an diesem Donnerstag, der bei uns in der Sendung ein bisschen unappetitlich beginnt, kann man sagen. Es geht nämlich um einen gigantischen Fettberg. Derzeit macht ein Koloss einem Abwasserkanal in der britischen Hauptstadt zu schaffen. Und er ist nicht nur 1 oder 2 Kilo schwer, nein, er ist echt riesig. Und was bitte ist da so drin? Nun ja, Bindeln, Wischlappen, hartes Kochfett etc. pp. Eklig? Ja, ist es in der Tat. Aber die Londoner nehmen es mit Humor, was sonst. Jetzt wird sogar ein Name für den Fettberg gesucht. Übrigens hoch im Kurs, Brexit oder Trump. Und jetzt zum Namen Sebastian. Das Sturmtief Sebastian hat für ordentlich Chaos gesorgt im Land. Vor allem an den Küsten hat Sebastian kräftig gewütet. Teilweise wurde der Bahnverkehr lahmgelegt. Und auch heute noch sind die Folgen des Sturms zu spüren. Denn immer noch kommt es zu erheblichen Verspätungen im Zugverkehr. Viele Schäden gab es durch umstürzende Bäume, herabfallende Äste oder umherfliegende Gegenstände. Im Südwesten des Landes wird mit den nächsten Unwettern gerechnet. Mittlerweile aber zunächst zu dem, was in Deutschland in den vergangenen Stunden passiert ist. Muss Ex-Radprofi Jan-Ulrich hinter Gitter? Um diese Frage ging es heute zum zweiten Mal vor Gericht in der Schweiz. Der Vorwurf ist immer noch der gleiche. Grobe Verletzung der Verkehrsregeln und Fahren in fahrunfähigem Zustand. Man könnte es aber auch Promillefahrt nennen. Vor 3 Jahren verursachte Jan-Ulrich im Kanton Thurgau betrunken einen Unfall. 2 Menschen wurden dabei verletzt. Ja, und jetzt brachte ein neues Gutachten Bewegung in den Fall. Minuten ist das Urteil gefallen. Jan-Ulrich wurde zu einer Gefängnisstrafe von 21 Monaten auf Bewährung verurteilt. Er muss also nicht hinter Gitter, darf sich aber 4 Jahre auf Schweizer Straßen nichts zu Schulden kommen lassen. Zudem muss er die Gerichtskosten tragen. Mit allen anderen Kosten sind das etwa 30.000 Euro Strafe. Nach Deutschland. In Teutschenthal in Sachsen-Anhalt kochen die Gemüter derzeit sehr, sehr hoch. Streitpunkt sind solche Kindersitze bzw. das Fehlen jener. Entsetzte Mütter haben sich beschwert, weil bei einem Kita-Ausflug nicht genügend Kindersitze im Bus vorhanden waren und sich hilfesuchend an den Bürgermeister der Gemeinde gewandt. Doch was dann kam, damit hat wohl niemand gerechnet. Hier die ganze Aufregergeschichte. Diese Woche haben wir berichtet über einen grausigen Fund in einer Detmolder Wohnung. Eine Frau und ihr 6 Jahre altes Kind lagen dort erstochen, vermutlich von einem Nachbarn. Seitdem suchte die Polizei den Mann und kann jetzt verkünden, wir haben ihn. Wie oft haben Sie eigentlich schon Ihren Haustür- oder Autoschlüssel verlegt? Einmal, zweimal, sogar öfter? Nun ja, dann erkennen Sie auch das Gefühl, genau in dem Augenblick total im Stress zu sein und keine Zeit zum Suchen zu haben. Wir stellen Ihnen jetzt einen Mann vor, der muss nie wieder suchen, da er seinen Haustürschlüssel immer bei sich hat. Sogar nachts. Denn er hat einen Chip unter seine Haut implantieren lassen und spart sich so das lästige Suchen. Doch ist das tatsächlich die Zukunft, dass wir quasi mit der Technik verschmelzen? Es wird brisant prominent bei uns mit einem Star, der eine ganze Weile von der Bildfläche verschwunden war. Mehr jetzt für Sie. Ja, sehr lange haben Fans von Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez nichts mehr gehört. Die Ex von Justin Bieber leidet an einer seltenen Autoimmunerkrankung. Schon im vergangenen Jahr hatte sie angekündigt, sich für eine Weile aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. Sogar ihre Welttournee hat sie abgebrochen. Und jetzt hat sie sich nach langer Zeit wieder zurückgemeldet. Es wird tierisch bei uns. Wenn man mit seinem Hund Gassi geht, dann kommt man relativ schnell mit anderen ins Gespräch. Da wird nach dem Namen oder der Hunderasse gefragt. Und irgendwie findet man Frauchen oder Herrchen meist sympathisch. Und auch einige Politiker wie etwa Barack Obama oder Frankreichs Präsident Macron setzen in Sachen Kommunikation auf die Vierbeiner. Schließlich wird jeder Sympathiepunkt gebraucht. Es gibt Schauspieler, die man gleich an der markanten Stimme erkennt. Janet Hein gehört da zweifelsohne dazu. Ihre rauchige Stimme bleibt hängen irgendwie. Die Grimme-Preisträgerin gehört zur Top-Liga der Schauspielerinnen bei uns im Land und lebt in Berlin. Doch ab und an verschlägt es sie dann doch in ihre Heimat nach Bayern oder manchmal noch weiter weg, gen Süden, wie für ihren aktuellen Bozen-Krimi. Und ein Traum vieler Fans ist es auch, seinem Star ganz, ganz nah zu sein. Neben diversen Autogrammkarten gibt es da viele Fanartikel im Angebot. Schlüsselbänder haben wir da, Bettwäsche oder solche Slips hier zum Beispiel. Und falls Sie ihn nicht gleich erkennen, ja, das ist Twilight-Star Robert Pattinson.
Über solche Geschenke freuen sich sehr, sehr viele. Man mag es kaum glauben. Und ich sag mal so, Weihnachten ist nicht mehr ganz so weit. Vielleicht gibt es da jetzt die eine oder andere Inspiration für Sie. Ganz ohne Musik sagen wir auch Tschüss. Roberto Blanco und sein Haus auf Kuba beschäftigt uns morgen ausführlicher in der Sendung. Damit sagen wir Tschüss, bis morgen, Punkt 17:15 Uhr.